meine Freunde und willkommen wollen. Heute schauen wir uns diese Aufgabe an. Wir werden hier einen Operator schreiben, der uns Rechenaufgaben erstellt. Und ich glaube, ich werde heute in diesem Video eher mehr kopieren, weil das ein Schreiberpart ist. Aber das soll hier jetzt nicht zur Normalität werden. Im letzten Video habe ich auch einmal schon kopiert, welcher eigentlich Spaß am Coden hat. Aber diesmal ist es ja eigentlich sehr viel mit Switch Case und if else zu tun. Deswegen schauen wir uns das Ganze einfach mal. Demo Code. Das hier werden wir uns schon mal löschen. Das Ganze nochmal wrappen. Nicht. So, wie soll diese Funktion überhaupt essen? Hier, dann hier, Basic Operator. So, cool. Und ein kleines Ding. Jetzt passt es. So. Im JavaScript machen wir das einfach mal so. Also das ist eigentlich immer nur die Schreibarbeit. Wir müssen ja etwas vergleichen und diesen Operator Values, die kommen direkt hier rein, werden dann mit dem verglichen, mit dem Operator, der Operator kommt hier unten rein und dann eben das, was hier zusammenpasst, als Ergebnis zurück. Wenn das Ganze auch laut App ist, sehen wir auch, dass gleich direkt das gleiche rauskommt. Wir müssten das eigentlich auch mit dem Switch Case Statement so schreiben können. Wenn das ausprobieren. Hier und hier sage mit 2 und das hier nicht, auch nicht, das dann auch weg. Hier soll ich Switch Statement, das heißt, wir müssen das Ganze hier bei den Klammern und Klammern, dann zeige ich hier Switch Operator Operation und da muss ich hier immer vor dem Case schreiben. Dem hier, Case. So. Ja, eigentlich Break irgendwas ist hier falsch. Switch Case Doppelpunkt Break. Hier müsste ich jetzt eigentlich dann wird eigentlich auch benutzen. Einmal kurz googeln Switch. JavaScript. B3 School ist eine gute Seite. Hier sagen wir Case Code Block Break. So, was habe ich jetzt hier falsch? Also ich habe hier eigentlich einen String. Wenn wir einfach mal kurz schauen. Beispielstrich an. Wird ja angehen. Oder nicht? Ja. Auch schon. Wir können einfach überall benutzen.
bricht er mir das eigentlich auch um. Full Text Break. Value 1. Break brauchen wir eigentlich nicht. Dann. Okay. Ich will mal kurz checken, was hier falsch ist. Lag jetzt daran, dass ich hier oben noch eine runde Klammer hatte. Eine eckige Klammer. Deswegen war das jetzt falsch. Und wir werden das Ganze jetzt noch testen. Der zweiten Funktion, indem ich das Terminal hier nochmal benutze. Wir sehen hier, es ist exakt das gleiche, nur ist das hier wesentlich schöner geschrieben. Wir sehen ja auch, hier ist die runde Klammer. Ja. Gehen wir weiter zu PHP. PHP können wir das einfach auch sehr schön lösen, indem wir das auch kopieren, weil das ist eigentlich auch wieder nur Schreibarbeit. Weil diese Aufgabe irgendwie. Ja. So. Zwei machen wir hier weg und gehen wir diese ganze Funktion hier einmal. Ich erkläre euch mal kurz, was hier eigentlich Switch eigentlich. Okay. So, jetzt kommen wir an den beiden Function. Okay, dann nur an den Feind ist die Function. Ist ja alles gut. 11, dann bla bla bla, Werte, so, das können wir wieder zumachen. Also wir haben hier einen Return, eine Match-Funktion, die bekommt einen Operator. Der Operator wird hier einfach mit dem verglichen und gibt eigentlich an das Return den Wert zurück, mit dem der Operator übereinstimmt. Return gibt uns den Wert wieder ganz zurück an unseren Operator. So, dann gehen wir weiter zu Python. Und Python ist eigentlich jetzt ein If-Then-Else-Statement. Das heißt, ich werde das Ganze hier auch wieder kopieren müssen. Kopieren. So. Wieder. Print. Ende. Und das Ganze hier. Das ist einfach jetzt nur mit dem If-Statement einfach verglichen. Das könnte ich hier noch machen. Und ja, es wird einfach verglichen, welcher Operator hier jetzt zutrifft. Und das wird einfach zurückgegeben. Ist jetzt kein großer Zauber. Gehen wir weiter zu Ruby. Ruby ist da. Putz. Das kann man auch weglutschen. Und die Function hier exakt das gleiche, dass wir hier einfach eine Funktion haben, die ähnlich ist wie ein Switch Case. Also das an, das bekommen wir den Operator von draußen. Und wenn dieser Case mit diesem When zusammenstimmt, dann gibt er uns diesen Wert zurück. Dann das Ganze auch mal kurz. Ruby. Ruby. Und wir sehen hier schon, die Werte kommen zurück. Also es war jetzt eigentlich mehr Kopierarbeit als gedacht. Ich kann hier mal kurz vergleichen, ob sich irgendwas geändert hat. So würde das dann nachher auch noch im C ausschauen. Ist eigentlich ein Standard-Switch-Case. Außer, dass ich hier die Parameter halt passieren muss. Was hier halt reinkommt. So. JavaScript ist hier exakt das gleiche. Ich würde auch das hier noch submitten. Machen wir einmal kurz. Wo ist JavaScript hier? Basic OP. Machen wir das weg. Ist nur eins. So. Passt. Also, ja.
Läuft wunderbar. Das heißt, wir haben nur die Funktion anders benannt jetzt in meinem Beispielcode hier. So, die Index.php, wie gesagt, ist eigentlich Match hier ganz simpel erklärt. Es wird auch in der Community, also unter den PHP-Programmierern, auch gesagt, kein Switch-Match benutzen, weil man einfach Match wesentlich leichter benutzen kann, weil Match eben kein Case braucht. Man muss kein Case schreiben und man muss das Break auch nicht schreiben. Man schreibt ja einfach hier das, was man vergleichen möchte mit dem Operator hier und dann hier dahinter jetzt ausführen möchte. Das ist einfach wesentlich einfacher. Man spart sich offenweise Zeilen, wenn er immer wirklich ein Switch Case mehrere Zeilen, also 100 Zeilen oder 20, 30 Zeilen hat. So, weiter geht's mit Python. Python, wie gesagt, ist hier Python hier mit if-else durchgegangen und ja. Und Ruby eigentlich das gleiche. Ja, war jetzt eigentlich eine Plus-Minus dividiert mal Rechnungen, die man einfach mit dem else, if oder switch oder match eben ganz schnell lösen kann. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es mal ein ganz einfaches, schnelles Video. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!